transportiert, ist irgendwie doof. Welches? Nee, das ist gut. Ja? So, Freddy, welches Verständnis von Diversity transportiert oder bringt der Diversity-Film für dich rüber? Was sagt das für dich aus? Der sagt für mich aus, dass Vielfalt im Familienservice erwünscht ist und gelebt wird und dass jeder hier seinen Platz findet und so wie er ist, respektiert wird. Okay, und wenn du jetzt daran denkst, was so die aktuellen politischen oder überhaupt gesellschaftlichen Ereignisse, so wie Chemnitz, was können wir von dem Film mitnehmen für uns? Ich denke hauptsächlich Toleranz. Also ich glaube, dass eine Gesellschaft ohne Toleranz nicht funktionieren kann. Und dass die sowohl im Kleinen, egal wie groß ein Betrieb ist oder eine Familie ist, gelebt werden muss, aber dann halt auch gesamtgesellschaftlich gelebt werden muss, weil es ansonsten ein Gegeneinander ist und kein Miteinander. Super, danke.